draußen, ich bin der Wolfgang Zieger und heute unterwegs in Kreta. Wir sind heute beim Gunnar oben in den Bergen und der hat hier oben in 800 Meter Höhe in einem kleinen Asterusiusdorf eine Pension eröffnet und ist außerdem ein guter Koch. Das Ganze betreibt er seit vielen Jahren mit seiner Frau Luise und die beiden werden wir heute kennenlernen. Heute ist außerdem noch Ostern und ich höre da und rieche da schon das Osterlamm auf dem Grill. Kommt mal mit. Einfach dem Duft folgen. Das sieht ja richtig gut aus. Und das ist er nun, der Gunnar mit seinem Lamm. Und wenn er nicht grillt, dann backt er. Gunnar, wie lange bist du denn eigentlich schon hier oben? Wir leben jetzt seit 28 Jahren hier oben. Und als ihr angekommen seid, was habt ihr denn da angetroffen? Ja, erstens einmal ein fast kaputtes Dorf und dann, wie gesagt, in diesem kaputten Dorf ein wunderschönes Haus. Zwar, es war absolut verfallen, es war richtig ruinös, würde ich sagen, ne? Aber der Platz war halt einfach fantastisch. Ne? Wir haben uns eigentlich von der ersten Minute weg schon irgendwie hier verliebt gehabt. Hier führt ja keine Straße her. Wie habt ihr das denn mit dem Bau gemacht? Nee, am Anfang habe ich das ganze Material mit einem Schubkarren von oben runter geliefert. Das ganze Baumaterial bis zu 40 Mal am Tag. Und das, ist ja ein Höhenunterschied von wie viel? Nee, es sind doch ungefähr 150 Höhenmeter. Und das 40 Mal am Tag? Und das 40 Mal am Tag. Das war der Anfang. Also das war nur, um das Notwendigste mal herzustellen. Ne? Wie ging es dann weiter? Wir haben dann, wie gesagt, irgendwie langsam auch die Idee entwickeln müssen, wie wir da leben können, weil es war ja nicht vorhanden. Also die Infrastruktur war ja sehr schlecht, ne? Für Tourismus fast unmöglich. Die Straße war schlecht, es hat keine Möglichkeit gegeben, dass man was einkaufen kann, dass man kocht, dass man eine Pension hat oder sonst was. Ne? Und da sind wir auf den glorreichen Gedanken gekommen, dass wir eventuell, nachdem wir schon langsam rund um die, kann man sagen, die Umgebung erforscht gehabt haben und wir drauf gekommen sind, dass es das absolute Potenzial dafür hat, für Wanderwege, weil die sind alle noch bestanden, weil die Leute keine Autos gehabt haben und sie sind mit den Maultieren, also entweder nach Kloster Kuruma hinunter oder zum Salz machen in die andere Richtung oder auf dem Kofinas rauf aus religiösen Gründen. Und dann haben wir schon damals mal begonnen, dass wir dann, wie gesagt, also diese Wanderwege ausbauen und schön langsam, ja, dass wir die Leute ein bisschen auf den Geschmack bringen. Und mit meiner Frau gemeinsam haben wir dann ein Projekt aufgezogen, wo wir zum ersten Mal Touristen auf Kreta die Bergwelt näher gebracht haben. Inzwischen hat es ja ganz nett Formen angenommen. Erzähl mal, was dann weiter gefolgt ist. Ein guter Freund von mir, Spinjek Cepala, der war hier auf der Durchreise und der hat damals schon begonnen, hier ein paar Klettertouren auszubauen. Ich bin zwar selbst auf den Gedanken gekommen und habe selbst schon einen kleinen Klettergarten eingerichtet gehabt, ne? Aber bei ihm hat das dann ganz andere Ausmaße angenommen, weil 5 Routen war ihm zu wenig. Ne? Und jetzt haben wir fast über 200 fertige Routen eingebohrt, gesichert. Es gibt auch inzwischen 2 Kletterführer darüber, Bücher. Wir haben dann vor mehreren Jahren jetzt einen Wanderführer rausgebracht mit GPS-Vermessungen und der hat inzwischen schon mehrere Preise gewonnen. Jetzt wollen wir doch noch mal nach dem Lamm schauen. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και μακριά από τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Ostergrüße aus Griechenland. Βάζουμε λεμονάκι τώρα στο αρνάκι για να γίνει πιο νόστιμο. Das mit dem Lamm scheint zu klappen. Eure Pension hat ja Ausmaße angenommen. Wir hatten keinen Platz, die Leute unterzubringen. Obwohl es den Wandergästen bei uns sehr gut gefallen hat, aber ich habe sie immer wieder mit einem Kleinbus runterbringen müssen. Und dann haben wir gesagt, jetzt versuchen wir es einmal und machen wir mal 2 bis 3 Zimmer. Und inzwischen ist es halt, ich würde es nicht unbedingt als Pension bezeichnen, es ist eher mehr eine Berghütte. Ein bisschen besser, luxuriösere Berghütte, wie man sie eigentlich von unseren Alpen in Österreich her gewöhnt ist. Und das bringt also so viel, dass ihr jetzt hier leben könnt? Nein, das wird nicht gehen, das wäre, weil die Saison ist eigentlich begrenzt und man kann von April, Mai bis Mitte Juni ausgehen, danach wird es zu heiß. Und dann ist noch einmal von Mitte September bis Ende Oktober. Und wie gesagt, die Zeit schränkt sich ein bisschen ein. Und immer gibt's was zu tun. Der Kinder sagt ja immer, er macht viel zu viel zum Lager. Ich sage immer, er macht viel zu viel Fleisch. Das gibt's ja plötzlich gerade nicht an, wenn er zu machen will, ne? Mehr Fleisch. Aber so erkenne ich natürlich.
Artischocken mit Wildgemüse. Frische Kräuter für den Salat. Ein eingespieltes Team. Wir sind aber nebenbei noch Olivenbauern. Wir haben inzwischen schon mehrere Grundstücke mit Oliven gepflanzt und wir verkaufen inzwischen auch schon in Österreich und in Deutschland unser Olivenöl. Und mit dem Olivenöl kann man existieren. Es ist eine Möglichkeit, dass man hier gut leben kann. Gut, dann danke ich dir jetzt mal. Bitte. Es ist ja auch höchste Zeit. Das Lamm muss vom Spieß. Tja, wenn man kein Fleisch isst wie Ute. Bei Gunnar und Luise waren wir bestimmt nicht das letzte Mal. Wir werden sie weiter begleiten mit der Videokamera. Beim Wandern, beim Klettern oder vielleicht kocht er wieder mal was für uns. Jetzt lassen wir sie aber in Ruhe essen.